Shiraz, Vitae Show, Adobe Viator. Nochmal herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind jetzt wirklich online. Ich hoffe, es sind noch alle zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer da, die die Weltpremieren der drei neuen Filme aus der Lausitz miterlebt haben. Der Vorteil dieser Diskussion jetzt ist, jetzt versteckt der Kai gerade seine Zigarette. Ihr könnt hier rauchen, ihr könnt, ich habe hier meine Hoyerswerda-Tasse, ihr könnt Maja und Julius haben schon auf ihre Weltpremiere angestoßen. Hier ist alles möglich in diesem Raum. Jeder kann hier machen, was er will, außer unflätige Bemerkungen im Chat. Wir haben nämlich einen Chat, um das gleich mal als erstes zu sagen. Und der wird betreut von Dennis Dämmerle vom Filmfestival Cottbus. Danke, Dennis. Der wird die Fragen sammeln. Die Leute vor dem Bildschirm können Fragen stellen. Dennis wird das alles sammeln und sich dann an geeigneter Stelle in unser Gespräch wieder einschalten und die Fragen der Zuschauer uns überbringen. Also fragt, was das Zeug hält. Raucht, trinkt und fragt, was das Zeug hält. Jetzt möchte ich die anderen Gäste vorstellen. Und wie gesagt, wir haben ja heute hier wirklich zwei Dennis, Walte deines Amtes. Wir haben ja hier heute zwei wirkliche Weltpremieren gehabt, die wir viel lieber im Kino gefeiert hätten, aber so können es mehr Leute sehen. Das ist jetzt der schwache Trost. Ich stelle jetzt mal kurz die Gäste vor. Da sehen wir, ich fange mal mit Maja Nagel an, Ladies First. Maja Nagel, eigentlich bildende Künstlerin aus der Lausitz, auch Sorbin, obersorbische Muttersprachlerin tatsächlich, die viele tolle Animationsfilme gemacht hat. Dann im Jahr 2013 den ersten Dokumentarfilm zusammen mit Julius Günzel, der jetzt gerade aus dem Bild, jetzt kommt er wieder rein. Julius Günzel, Filmemacher aus Dresden, Filmemacher und Produzent, auch Kameramann mit der Firma Film.art, sehr aktiv, machst viele Sachen, Dokumentationen, Imagefilme, auch medienpädagogische Projekte. Über Maja wäre noch zu sagen, dass sie auch viele Ausstellungen, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland hatte, auch Installationen gemacht hat und eben immer wieder in die Lausitz zurückkehrt mit ihren Themen. Und 2013 habt ihr schon zusammen den Film Blaubeeren, Cerne Jagodö gemacht, zu deren Protagonisten wir in eurem neuen Film Winterlieb-Liebauka zurückkehren. Und ich begrüße auch sehr herzlich Kai-Uwe Kohlschmidt, den man eigentlich gar nicht vorstellen muss. Jeder, ich gehe davon aus, dass weltweit jeder Sando kennt, Frontmann der Band Sando aus Cottbus, aber auch Autor, Regisseur, sehr viele Hörspiele gemacht, unter anderem ja auch zu dem Protagonisten des Films, den wir gerade gesehen haben, Komponist, auch viele Filmmusiken gemacht, das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, viele Tatort- und Polizeiruf-Filmmusiken, auch Theater gemacht, also sozusagen ein Multitalent, ein Künstler, der auf vielen, in vielen Gebieten unterwegs ist. Und der Dritte im Bunde, der jetzt eigentlich hier sein müsste mit seinem Film, oder der dritte Film, der hier vertreten sein müsste, ist Knut Elstermann, der die Dokumentation Sorben ins Kino gemacht hat, die wir gerade gesehen haben. Der Knut hat gerade in diesem Moment, na jetzt ist er gerade fertig, aber ist gerade noch im Radio 1 Studio im Bikini in Berlin und hat da gerade die Live-Sendung zum Filmfestival Cottbus gemacht und kann deshalb nicht bei uns sein jetzt. Und aus diesem Grund habe ich ein Gespräch vorher mit ihm aufgezeichnet. Wir werden das aber so machen, bevor wir werden also über jeden der Filme einzeln reden und können dann vielleicht noch eine Abschlussrunde zusammen machen. Und bevor wir über die Filme reden, gibt es einen kleinen Ausschnitt aus jedem Film. Und deshalb bitte ich jetzt mal um den Ausschnitt aus dem Film Sorben ins Kino. Matschnan, Cousine, Cousin, ich habe schon selbst. Ich habe schon ein Prozess, aber das habe ich schon in meinem Leben genutzt. Ich habe schon mein Genik selbst gepisst, ich habe schon ein Litschu. Das ist ein Sportgenie, aber nicht ein Litschu selbst. Da gebe ich jetzt ein paar Wochen weg, weil das sind meine Korene zu werden selbst. So, und über seine Arbeit an dem Film und seine
wie er sich dem Thema sorbischer Film, das auch für ihn neu war, genähert hat, habe ich mich mit ihm unterhalten. Und den ersten Teil des Gesprächs sehen wir uns jetzt bitte an. Gut, dann herzlich willkommen zu einem Filmgespräch, was eigentlich im Kino stattfinden sollte, was ganz besonders traurig ist in diesem Fall. Also der Film Sorben ins Kino, den du gemacht hast für Wuschica, das sorbische RBB-Magazin. Und was daran so traurig ist, ist nicht, dass du das gemacht hast, sondern dass du, ich glaube, das erste Mal jetzt mit dem Film selber auf dem Festival gewesen wärst, das erste Mal? Ja. Das ist richtig. Ich habe einmal eine Reihe kuratiert, da ging es so um Filme vor und nach der Wende, also Filme, die Brandenburg in irgendeiner Weise widerspiegeln. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, das kennst du ja gut. Kuratorische Arbeit ist ja wirklich toll. Macht Spaß. Und die eigenen Filme dann, die man ausgewählt hat, zu präsentieren, Leute einzuladen. Also ich fand das ganz super. Aber jetzt auch mal mit dem Film richtig im offiziellen Programm vertreten zu sein, bin ich ja auch trotzdem. Das ist natürlich eine große Freude, auch eine Ehre. Aber es wäre natürlich auch super gewesen, den Menschen danach ins Gesicht zu schauen. Ja, absolut. Also wie lange bist du denn mit dem Festival verbunden? Was ist das Festival für dich? Ich meine, du begleitest die Berlinale, bist auf großen Weltfestivals. Jetzt sagt ja Cottbus immer gerne, dass es direkt nach Cannes kommt. Naja, aber wie ist es für dich zwischen Cottbus und Cannes? Welchen Stellenwert hat das Festival für dich? Also ich, es klingt jetzt vielleicht komisch und irgendwie ein bisschen randschmeißerisch, aber mir ist Cottbus total wichtig. Also ich vermisse das auch. Ich merke, dass das offenbar in den Genen so drin. Cannes ist nur ausgefallen. Schwerin, auch ein Festival, wo ich sehr gern bin und das du auch gut kennst. Aber dass jetzt plötzlich Cottbus nicht stattfindet, ist so bitter, weil es ist so ein besonderes Festival. Ich mag die Atmosphäre in der Stadt. Ich bin immer dankbar, diese Filme zu sehen aus Osteuropa, die ich ja sonst überhaupt nicht wahrnehmen würde und habe da schon so viele Entdeckungen gemacht. Dann diese Nähe zu den Filmemachern und Macherinnen. Man trifft sich ja morgen schon beim Frühstück und im Hotel. Und ja, wir haben uns immer beim Frühstück getroffen. Ja, auch, genau. Ja. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade und ich finde das ganz bitter. Also ich will jetzt auch nicht mal so rumjammern, wir wollen ja positiv raus. Wir waren dabei bei den persönlichen Begegnungen auch in der Stadt und die Atmosphäre in der Stadt. Ich habe mir alles gesagt. Genau, das finde ich auch, dass die einzigartig ist, wobei ich eben, und da kommen wir zu deinem Film, für mich ist tatsächlich diese Reihe, die ich auch betreue und in deren Rahmen jetzt dein Film läuft, Heimat, Domonia, Domizna, nochmal innerhalb des Festivals was Besonderes, weil wir da schon auch nochmal ein sehr spezielles und eben auch sorbisches Publikum haben. Jetzt hast du den Auftrag bekommen, ich nehme jetzt nicht an, dass es deine sozusagen deine Idee war, ich muss mal was über sorbischen Film machen. Und wir waren ja auch lange im Gespräch darüber und ich weiß, dass du am Anfang dass es, glaube ich, doch relativ neu war, das ganze Thema für dich. Wie bist du da rangegangen? Also neu war vor allem, wie du zu Recht sagst, der Auftrag, mal darüber nachzudenken, was ist mit dem sorbischen Spielfilm? Weil es ja den in der Form nicht gibt. Und jetzt machen wir, das weißt du selber als Filmemacherin, einen Film über etwas, was es nicht gibt. Das ist ja eine große Herausforderung. Neu war das Thema insgesamt für mich nicht, und zwar durch deine Reihe, muss ich wirklich sagen. Also ich habe in all den Jahren immer wieder da auch tolle Filme gesehen, beziehungsweise auch wiederentdeckt. Die Reihe zeigte oft auch ältere Filme, also Peter Rocher, Klassiker, Konrad Herrmann, Toni Bruck, wo man einfach nochmal sieht, wie ist in der DDR zum Beispiel mit dem Thema umgegangen worden? Oder wie hat sich auch das Thema verändert? Wie hat sich die Landschaft verändert? Wie hat sich die Kultur verändert? Also da war deine Reihe, das kann ich ja wirklich sagen, für mich immer eine ganz wichtige Anregung. Zumeist deshalb auch so, Marc, du hast das immer auch angedeutet. Es ist sowieso ein Publikumsfestival, Cottbus. Aber gerade diese Reihe spricht die Leute so direkt an. Und ich fand das so anrührend, wenn da Leute hinkommen, auch ganz junge Leute übrigens, ihre Filme zeigen über ihre sorbische Großmutter. Also ist ja auch mal eine Suche nach eigener Identität, nach eigenen Wurzeln. Also deshalb war mir die Reihe immer unheimlich sympathisch und wichtig und ich habe da viel gesehen. Aber jetzt, wie du zu Recht sagst, natürlich ganz neues Thema. Wie kann man etwas erzählen, was es nicht gibt? Und aber natürlich auch die Frage stellen, warum gibt es das eigentlich nicht? Warum gibt es nicht einen großen sorbischen Spielfilm, der jetzt nicht vollständig auf Sorbisch sein muss? Also andere sogenannte Minderheiten machen es uns ja auch vor, in Finnland oder in der Schweiz, dass es möglich ist, dieses tolle Potenzial besser zu nutzen. Und davon erzählt im Grunde dieser Film. Es ist eine Bestandsaufnahme, wenn man so will. Ja. Aber du hast jetzt schon mal angesprochen, da wäre ich sonst vielleicht später hingekommen, aber jetzt greife ich das gleich auf, dass es immer heißt, also einerseits heißt es ja auf der Suche nach dem sorbischen Film, aber dann kommt ihr immer auf den Spielfilm und geht auch um die authentische Kinoerzählung, dass es die nicht gäbe. Und dann frage ich als Dokumentarfilmerin mich natürlich sofort, wie kommt jemand darauf, dass eine authentische Kinoerzählung nur ein Spielfilm sein könnte? Warum habt ihr diesen Spielfilm
so in den Mittelpunkt gerückt, weil für mich, ehrlich gesagt, existiert diese Trennung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm nicht wirklich. Es gibt einen Kinofilm, also für mich ist eher Kinofilm und Fernsehfilm oder so. Aber wie ist das, warum steht der Spielfilm so im Mittelpunkt? Ja, absolut berechtigte Frage. Und du bist ja auch in unserem Film, müssen wir ja nicht verheimlichen, dass du eine ganz wichtige Protagonistin bist. Man erkennt mich jetzt gar nicht, ich habe keine Tracht. Nein. Du hast einmal eine Tracht und hast uns sehr netterweise auch tatsächlich schon Material gegeben aus dem großen Dokumentarfilm, an dem du arbeitest, wofür ich wirklich sehr dankbar war. Es hat ja auch einen tollen Anblick, dich da in dieser Tracht zu sehen, aber auch was du da sagst. Das ist im Prinzip ja völlig richtig. Und so wie du es im Film ja auch formulierst, also in meinem Film, ist es ja, du sagst, der große sorbische Film, der kommt ins Kino und meint sicherlich auch deinen eigenen natürlich irgendwann, wird ja kommen. Und, der soll ins Kino, ja, genau. Ja, ja. Ist doch völlig richtig. Aber ich glaube, das wird hoffentlich auch deutlich in dieser halben Stunde, ist es ja nur, den guten, spannenden Dokumentarfilm bis hin zu Mischformen. Was Toni Bruck und Konrad Herrmann da gemacht haben, sind ja auch Mischformen, halbdokumentarisch, Spielfilmszenen. Den gibt es ja und der ist ja auch bemerkenswert und ich bin froh, dass ich das auch mit aufnehmen konnte. Auch ein bisschen noch in der Kürze der Zeit auf diese ja große auch DDR-Tradition verweisen kann. Aber trotzdem, das ist da und das gehört zum Schatz und das wird ja auch gemacht. Ich meine, auch Lucica macht das ja. Das sind ja auch oft Eigenproduktionen und Dokumentarfilme. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem, glaube ich, berechtigt, mal zu überlegen, warum gibt es nicht die Spielfilmerzählung? Das heißt ja nicht, dass die mehr oder weniger authentisch ist als der Dokumentarfilm, aber ist ja klar, es ist eine andere Form von künstlerischer Verarbeitung, von fiktionalem Arbeiten. Warum gibt es das nicht? Es gibt fantastische Schauspieler und Schauspielerinnen. In meinem Film kommt Gabriela Maria Schmeide zu Wort auf, im Niedersorbisch. Damit ist sie aufgewachsen. Also so eine tolle Schauspielerin. Ich glaube, sie ist mit Obersorbisch aufgewachsen. Ja, du hast recht, recht. Also kommt aus Bautzen. Obersorbisch, völlig richtig. Es sprechen übrigens mehr Leute in meinem Film Obersorbisch als Niedersorbisch. Jedenfalls, das ist ihre Muttersprache. Und das ist eine so berühmte Schauspielerin und viele wissen das gar nicht, dass sie Sorbisch ist. Wusstest du das? War das, ja. Wie war das für dich? Ich wusste das, weil ich ja, das ist schon ewig her, bei dem Film Halbe Treppe einen winzigen Gastauftritt habe als Radiomoderator. Und da spielte sie ja wunderbar diese Frauenfigur, die da auch betrogen wird, damit klarkommen muss. Und eine Stelle, wo sie dann auch schon ein bisschen angetrunken ein sorbisches Lied singt. Ja. Und keiner wusste, was ist das für eine Sprache, was macht sie da eigentlich? Und habe sie damals schon gefragt und da kam es dann, also wurde es klar, dass sie diese tolle Vergangenheit hat, die unheimlich wichtig ist. Also sie spielt jetzt in Hamburg Theater, da kommt sie natürlich nie dazu und versucht immer, wenn sie Urlaub hat, das so zu legen, dass sie dann in Bautzen auch ist und dann wirklich nur mit ihrer Familie redet. Also das war für mich zum Beispiel trotzdem, also dieser Tragweite ihrer Biografie dann auch wiederum neu zu erleben, dass es ihr wirklich ganz wichtig ist. Sie spricht ja auch für den sorbischen Rundfunk, Märchen, Kinder, dann macht sie seit langem, also um in der Sprache zu bleiben, in der obersorbischen Sprache. Ja. Und das ist eine tolle Erfahrung, mit ihr darüber zu reden und auch diese Sehnsucht zu spüren. Zusammen, es wäre eigentlich doch mal interessant, in so einem Film mitzuspielen, wo ich diese Sprache auch nutzen könnte. Bei allen Schwierigkeiten, auf die sie auch verweist. Nicht? Das ist ja sehr realistisch. Das stimmt, genau. Und bei ihr ist es ja besonders interessant, weil sie so berühmt ist und jetzt gerade noch mit Systemsprenger, Deutscher Filmpreis und so. Ja. Und jetzt hört man sie und sieht sie auch, glaube ich, erstmals so, also es gab, glaube ich, immer mal schon kleinere Interviews, aber das ist ja jetzt doch recht populär. Und auf einmal hört man sie in einer anderen Sprache. Was macht das für dich als Zuschauer und auch als Filmkritiker? Ist das dann eine andere Person? Also ich habe mich dann gefragt, welche Rolle spielt das vielleicht überhaupt Sprache? Wie war das für dich, auch ein Interview dann? Du redest ja sonst Deutsch mit ihr. Wie war das? Und ich kann ja nur auch kein Sorbisch, nicht? Also ich kann ein bisschen Russisch, das hilft einem aber gar nicht so viel weiter, wie ich dachte, muss ich auch zugeben. Sie hat das ja netterweise immer gleich übersetzt für mich, damit man auch weiß, was wir da eigentlich reden. Und das ist eine sehr interessante Frage, die du aufwirfst. Natürlich sehe ich sie auch nochmal mit ganz anderen Augen. Sie bewegt sich ja auch anders in dieser Sprache. Nicht, es ist ein anderer Rhythmus, es ist eine andere Lexik, andere Wörter. Und sie hat auch, finde ich, in meinem Film sehr, sehr klug, das meinte ich auch mit einer gewissen Skepsis, das analysiert und gesagt, das ist natürlich eine alte Sprache, eine Sprache, die auch zum Teil stehen bleibt. Sie arbeitet ja sehr gern auch mit Improvisation, gerade bei Andreas Dresen. Das sind ja Methoden, die typisch sind für ihn. Da sagt sie auch, es könnte vielleicht schwierig werden, das auf Sorbisch dann hinzubekommen, weil natürlich auch bestimmte Wörter fehlen. Das ist eine alte Sprache, nicht eine vorindustrielle Sprache. Aber das alles mal aus ihrem Mund zu hören, fand ich so interessant. Genau wie du sagst, da wird einem nochmal klar, wie sehr Sprache auch das Werkzeug des Schauspielers, der Schauspielerin ist. Das erzählt sie ganz wunderbar. Und sie ist übrigens auch, da sind wir auch wieder bei diesem Grundthema des Films, immer sehr genau und durchaus auch skeptisch, weil sie sagt, sie weiß natürlich nicht, gibt es überhaupt genug Leute? Die Sehnsucht hat sie, mit
wirklich ein Sorben, sowas mal zu machen. Da fühlt sie sich wohl, das ist ihre geliebte Muttersprache. Aber gibt es genug, auch vielleicht im technischen Bereich, wäre ja auch toll, wenn man da dann Kameramänner und Frauen hätte, die Sorbisch können, auf der Tonseite, Drehbuch und so weiter und so fort. Also diese große Sehnsucht hat sie, aber sie weiß auch, dass es sehr schwer ist, das so zu verwirklichen. Sehnsucht ist ein schönes Wort, weil also es gibt ja auch einen Film von Juri Koch, der sogar Sehnsucht, also nach dem Drehbuch von Juri Koch, der auch Sehnsucht heißt. Und die Sehnsucht ist ja, glaube ich, bei deinen ganzen Protagonistinnen und Protagonisten sehr, die zieht sich so durch den ganzen Film. Und dann gibt es eine ganz wichtige Person in dem Film, das ist Toni Bruck, der ja auch für den sorbischen Film, das ist ja wirklich der große Nestor. Und ich kann mich eigentlich an kein Jahr in Cottbus erinnern, wo wir nicht mindestens einen Film von Toni Bruck gehabt hätten. Und jetzt habe ich auch viele Reaktionen auf deinen Film schon bekommen. Der lief ja schon und ist in der Mediathek und der ist gerade unter so in der sorbischen Community hat der wirklich was ausgelöst, auch bei Leuten, die sich vorher nicht so mit dem Thema sorbischer Film beschäftigt haben. Und das ist wirklich die Person Toni Bruck, die da so eine große Rolle spielt. Es gibt Leute, die sagen, das ist aber sehr negativ und die sich dadurch gestört fühlen. Aber viel noch mehr habe ich erlebt, Leute, die das unfassbar berührt hat, wie da sozusagen dieser alte Mann steht, ja wirklich auch am Ende seiner Kinokarriere, er macht ja jetzt auch keine großen Filme mehr, hat das Sorabia Filmstudio hat er vor ein paar Jahren aufgelöst, und der sagt, wir waren das fünfte Rad am Wagen und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und jetzt hast du den, da würde ich dich jetzt mal als Regisseur von dem Film fragen, der ist so in der Mitte platziert, ja? Also es fängt so an, relativ optimistisch und wir hören, es kann den Mainstream-Film geben. Und dann kommt, dann geht's, dann entlässt du uns in so ein ganz tiefes Tal mit Toni Bruck. Da ist die große Resignation und danach gehen wir wieder hoch. Das war bestimmt also wie kamst du dazu, dass du den genau dort platziert hast? Er hätte ja auch am Anfang oder am Ende stehen können. Und war er tatsächlich so resigniert oder hast du das jetzt So rausgezogen? geschnitten. Nein, Naja. da geht ja alles natürlich, das hast du recht. Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, das habe ich von dir größtenteils erfahren, über die Reaktion, denn ich war da durchaus auch ein bisschen unsicher. Wie reagieren die Leute jetzt darauf, dass ein Nicht-Sorbe so eine Geschichte erzählt und versucht auch für sich was zu erkennen und zu beschreiben? Das ist ja ein wichtiges Thema, auch in meinem Film übrigens, nicht? Der Stefan Göbel zum Beispiel, der Genau. sagt nicht, er ist kein Sorbe, aber er fühlt sich so, und das ist laut Verfassung ja übrigens möglich, nach brandenburgischer Ja, Landesverfassung, du könntest weißt du ja, genau ne? Sorbe werden, Knut. Also. Genau, könnte ich auch noch werden, genau, vielleicht Ehrensorbe nach dem Film. Aber dass man sich zugehörig fühlt der Kultur, weil sie Teil Ja. der Heimat ist, und Stefan Göbel hat ja auch, finde ich, einen sehr schönen Kurzspielfilm immerhin schon gemacht, mit einem sorbischen Thema. Also das ist zum Beispiel eine Position, und wir wollten eigentlich in dem Film, ich finde es auch richtig, wirklich verschiedene Positionen unwidersprochen und ohne Belehrung zum Tragen kommen lassen. Also da gibt es den Stefan eben, oder es gibt Leute, die ganz optimistisch sind, oder andere, die skeptisch sind, aber ja doch Hoffnung haben, wie Gabriela Maria Schmeide. Und er steht völlig richtig in der Mitte. Er ist ja auch so eine Art Brücke. Er hat diese Themen zu DDR-Zeiten bearbeitet, er hat sie gemacht, wie er sagt, er führt sich als fünftes Rad am Wagen, aber es sind da schon wichtige, interessante Filme entstanden, auch Klassiker wie Stroger, dem er mitgearbeitet hat. Aber er steht ja auch für ein Fortsetzen nach der Wende. Ich denke, ohne ihn, ohne seinen Einsatz, durch dann auch das OAB und das RBB, hätte es viele Produktionen nicht gegeben, wäre das Thema vielleicht nicht in der Weise auch mit der historischen Erfahrung, die er hat, bearbeitet worden. Deshalb war es mir sehr wichtig, ihn im Film zu haben. Und natürlich ist es auch ganz klar, jemand, der sein Berufsleben natürlich jetzt auch beendet hat, der vielleicht auch zurücksieht, dass der jetzt nicht von Optimismus und Tatendrang unbedingt sprühen muss. Aber er sagt am Schluss ziemlich deutlich, also er hofft, dass es weitergeht, nicht mehr mit ihm, aber dass es junge Leute gibt, die das Thema aufgreifen und Lust haben, solche Filme zu machen. Also insofern steht er da wirklich für mich wie so ein Brückenschlag auch zwischen den Epochen sorbischen Filmschaffens. Und er ist, wie du zu Recht sagst, natürlich der Nestor. Naja, aber er sagt ja tatsächlich auch, wie soll es gehen ohne Geld und ohne Leute? Also das ist sozusagen, und ich glaube, das ist auch das, was auch so berührt. So, ich hätte dem Knut noch stundenlang zuhören können. Was mich jetzt irritiert hat, war, dass ich mich selber immer neben mir selbst sehen musste. Genau, der Übergang könnte jetzt sein ohne Geld und ohne Leute. Und da bin ich dann später im Gespräch mit Knut auch noch drauf gekommen, dass, glaube ich, das die Stelle ist, wo Toni Bruck widerlegt werden kann, weil die Sache mit dem Geld ist sicher nach wie vor schwierig, aber wir haben
tolle Leute in der Lausitz, die Filme machen. Und da zählt neuerdings Kai-Uwe Kurtschmidt dazu. Und das ist jetzt die geschickte Überleitung zu Leichhardts letzten Rätsel. Ich muss sagen, ich kannte Ludwig Leichhardt tatsächlich nur von diesem Denkmal an der Oberkirche in Cottbus. Hatte mich nie wirklich mit ihm beschäftigt und habe dann jetzt mal, nachdem ich den Film gesehen hatte, einfach mal gegoogelt, was es da so gibt und war fast geschockt, was für eine Leichhardt-Industrie da ja fast, also ein Leichhardt-Kult in einem bestimmten Teil der Lausitz vollzogen wird. Also es gibt da ein Leichhardt-Land mit einem Leichhardt-Wanderweg, Leichhardt-Trail, Leichhardt-Schulen. Ein Leichhardt-Kartenspiel wurde herausgebracht. Es gibt unzählige Ehrungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Vereine. Noch berühmter ist er natürlich in Australien. Und er hat tatsächlich, sind zahlreiche Dinge auch nach ihm benannt. Also Pflanzen, irgendwelche Tiere. Er hat wirklich so viele Sachen entdeckt. Ein Fluss ist nach ihm benannt. Also wirklich eine Größe. Und dann komme ich jetzt zu eurem Film. Film ist ja nicht bloß, zeichnet sich ja nicht bloß dadurch aus, was er erzählt, sondern interessant ist ja auch, was er nicht erzählt. Und ihr lasst diesen ganzen Bohai um Leichhardt weg und auch um die Figur Leichhardt, sondern bei euch ist sozusagen der Weg das Ziel. Also es ist ein geradezu klassischer Expeditionsfilm. Und jetzt weiß ich, dass du auch sozusagen ein großer, wie sagt man, Expediteur? Ein Reisender. Ein Reisender. Genau, also du hast zahlreiche Expeditionen durchgeführt in Papua-Neuguinea, in Mosambik, Namibia, was weiß ich, Spitzbergen, Nanga Parbat, da gibt es ja auch schon zahlreiche Werke von dir. Also das ist offenbar was dich beschäftigt. Und auch dieser Film bleibt eben an der Reise. Und da frage ich mich natürlich, wie kommst du zu der Entscheidung? Man hätte ja auch wirklich von der Person Leichhardt ausgehen können. Und was, hier geht es um die Reise. Ja, warum? Wir waren 2008 das erste Mal in Australien. Und recht naiv sind wir in das Thema reingegangen. Einfach, ich wohne mit meiner Familie seit 2004 am Schwielochsee und dort ist mir Leichhardt quasi wieder begegnet. Ich kenne Leichhardt schon als 14-Jährigen, weil der erste Proberaum von Sandow war im Jugendclub Ludwig Leichhardt. Das war ein kleines Studienzimmer im Schloss Branitz zugehörig, also zum Bezirksmuseum, wo die jüngeren Leute dort aus dem Museum sich trafen. Und dort hatten wir für ein paar Wochen einen Proberaum. Aber ich bin letztendlich hier am See wieder begegnet und die letzte Expedition, die erste war zum Nanga Parbat, hatte etwas stark geweckt, was wir heute das nomadische Gehen nennen. Also in außergewöhnlichen Habitaten unterwegs zu sein, mit Freunden, mit Künstlerfreunden, sich gegenseitig befruchten, austauschen. Und ich suchte nach einem neuen Thema einfach, weil der Nanga Parbat war so atemberaubend, obwohl er tragisch ausging, weil ein Bergsteiger von uns gestorben ist. Aber es brauchte nur dann eine gewisse Zeit, bis das wieder, bis sich das dann herauskristallisierte. Und dann gehe ich gerne nicht abstrakt ins Feld, sondern ich wünsche gerne einen Stoff, der mich in irgendeiner Weise, der von mir zu Hause kommt. Ja. Und nun kommt, ist dieser Leichhardt hier am See geboren und verschwindet dort am anderen Ende der Welt. Ja. Und ich weiß, damals schon, 2008 haben wir gesagt, das war zu kurz, wir müssen nochmal wiederkommen. Ich wusste aber nicht, wie und warum. Als wir später immer mehr Expeditionen unternommen hatten, bemerkten wir, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ja. Also wir sind, das ist Mangan 25, das ist eine Künstlergruppe, mit ganz verschiedenen Leuten, also mit verschiedenen Talenten. Ja. Und wir bemerkten irgendwann, etwas verbindet das, also diese Reisen. Und wir nannten das dann irgendwann das nomadische Gehen und fingen auch an, filmisch Dinge festzuhalten. Und als wir dann irgendwann beschlossen haben, dass daraus ein großer Film wird, das nomadische Gehen, dachte ich, der Leichhardt ist der perfekte Kandidat für das Kapitel 1, der Entdecker. Ja. Und so machten wir uns erneut auf den Weg nach Australien. Und wie es manchmal so ist mit der Beharrlichkeit,
entdeckten wir weitere Dinge. Ja, also es kam zu dieser unfassbaren Zusammenkunft mit den Aborigines, den Aranda. Das war ein absoluter Glückstreffer und aber auch nicht durch Zufall, auch weil dieser Missionar, der hat seine Spuren in Papua-Neuguinea, wir haben seine Kinderstube gesehen, mitten im Hochdschungel. Ja, und nur deshalb, das führt jetzt zu weit, aber alle Dinge hängen offenbar irgendwie zusammen und so haben wir uns auf den Weg nach Australien gemacht, um die Leichhardt, vor allem sein Ende zu beschauen. Ja. Das ist ja eigentlich wirklich offenbar sensationell, was ihr da rausgefunden habt. Aber vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie lange wart ihr tatsächlich dort? Und es war ja ein total offener Ausgang, oder? Als ihr losgefahren seid, war ja eigentlich nicht klar, was daraus wird. Also es hätte doch, theoretisch hätte es auch ein Film übers Scheitern werden können? Oder wie seid ihr da reingegangen? Das übers Scheitern glaube ich nicht. Also auch dieser Film scheitert ja. Also wir haben quasi Leichhardt nicht ausgebuddelt, könnte man sagen. Ja, aber wir bringen eine Geschichte auf den Weg, die jetzt nicht nur davon lebt, ob wir was finden, sondern die lebt davon, welche Konflikte eigentlich ein durch und durch ein humanistischer Forscher auslöst. Ja, also das ist für mich die Underline, dass er mit seinen, und das ist ein typisches Phänomen bei Entdeckern, dass sie in einen Raum hineingehen und diesen Raum stören und später diese Öffnung schaffen für den Raum, für den Untergang des Raumes. Ja. Und das ist letztendlich, liegen da so viele Dinge beieinander im Subtext. Ja. Also so ist es ja selbst auch den Sorben ergangen, dass irgendwann die Germania Slavica stattfand. Und wir reden von 900 Jahren, das mag ein langer Zeitraum sein, aber das ist nicht lang, ja, wenn man Historie betrachtet. Und dort wiederholen sich Dinge. Ja. Und gleichzeitig für mich, also ich bin ja auch in der Lausitz hier aufgewachsen, in Cottbus, ist es ein mystischer Raum, ja, mit die sorbischen Sagengestalten und so, die sind mir näher als Hänsel und Gretel. Und gleichzeitig taucht er in eine Welt, die spiegelbildlich ist. Ja, alle Bäume sind dort weiß, die weißen Eukalyptusbäume, die Flüsse sind leer, es sieht aus wie Spreewald, nur im Negativ. Und dort verschwindet er. Ja, das ist so der bildnerische Zugang, wenn man dort ist, also worüber man nachdenkt. Ja. Und das rein Faktische, das natürlich, man muss das damit sammeln und so. Aber selbst wenn wir den Aranda nicht begegnet wären, kann man vor allem diesen Nukleus miterzählen, also um den es mir als Autor dann auch geht. Das ist ja auch das, was, genau, jetzt kommen wir eigentlich zum allerinteressantesten Punkt, was auch wirklich das finde ich, das Besondere an dem Film ist, dass es auch für mich interessant macht, weil ich sag mal, mich würde jetzt die Figur Leichhardt oder wie ist der jetzt wirklich gestorben, das ist ja eigentlich in zweiter Linie interessant, aber was diese Verbindung, die ihr herstellt, auch zum Kolonialismus und damit auch zu den Sorben, das finde ich ist wirklich sozusagen, das ist eben wirklich der Kern und da habe ich mich dran erinnert, ich war neulich mit sorbischen Freundinnen und Freunden unterwegs auf einer Wanderung und dann hat einer gesagt, wie verlogen er das findet, dass dieses Leichhardt-Denkmal da in Cottbus steht und dass niemand sich mit also mal über Kolonialismus spricht in dem Zusammenhang und dass eben gerade in der Lausitz, die selber so eine lange koloniale Geschichte hat. Und da konnte ich dann natürlich gleich sagen, du musst dir den Film von Kai-Uwe Kohlschmidt angucken, weil es da genau darum geht, aber tatsächlich, also ich habe dann auch ein bisschen, als ich dann mal nach Leichhardt gesucht habe und so, ich habe nichts gefunden, wo jemand sich mal damit beschäftigt hätte. Und auch in diesem ganzen Leichhardt-Kult, der da im Leichhardt-Land getrieben wird, habe ich zumindest nichts gefunden, wo man mal zum Beispiel seine sorbische Herkunft angesprochen hat und das eben auch im Zusammenhang mit Kolonialismus gestellt hat. Also das finde ich wirklich, das ist echt was Neues und ja, ich glaube, ja, er ist kein Kolonist, ne? Also er ist ein Humboldt. Ne? Ja, aber das ist ja genau dieses Zweischneidige, was du auch sagst. Ja, man würde Humboldt das jetzt auch nicht unterstellen, aber dennoch ist es so, dass
das die Welt in Bewegung hält. Ja? Also es kommt jemand und erzählt, was dort ist in der Fremde, und dann kommen die Nächsten. Ja? Und Bleichert wurde gerade von den Siedlern sehr unterstützt. Der hatte keinen offiziellen Auftrag gehabt. Ja? Er wurde finanziert durch Farmer, die interessiert waren, wo weiteres Farmland sein könnte. Ja? Deswegen haben die ihm Ochsen mitgegeben oder andere, die sagten, pass mal auf, wenn du da Bodenschätze findest, das könnte dann auch für uns interessant sein. Ja? Also so sind diese Prozesse. Ja? Und aber eigentlich geht der Riss durch den Protagonisten. Ja? Die Mutter ist Sorbin, der Vater ist Torfinspektor. Ja? Also sagen wir mal, der frühe Braunkohlebagger. Ja, weil der hat den König mit Torf beliefert, der damit seine Öfen geheizt hat. Ne? Da liegt schon alles irgendwie da. Also für mich, ich sehe das nie oder selten moralisch. Ja? Ich sehe Konfliktlinien. Ich sehe die Spannung, die da drin ist. Wo in dieser ganzen Geschichte auch bis heute alles drin steckt. Ja? Also die Konsequenzen, die erwachsen. Ja? Also die Konsequenz müsste heißen, man bleibt im Bett. Ja? Man steht nicht auf. Bleibt zu Hause, wie wir das jetzt machen. Ja. Aber andererseits, so ist die Welt nicht, so ist der Mensch nicht. Ja? Der Mensch ruiniert permanent alles, was er aufbaut. Und mich interessieren immer diese Konflikte. Jetzt habe ich auch gelesen, weil du gerade sagst, Konflikt ist... Diese Entdeckung, die ihr jetzt gemacht habt, die wird ja sicherlich auch in der Leichhardt-Community jetzt diskutiert werden. Und einen Zeitungsartikel habe ich gefunden, wo sich dann gleich ein Leichhardt-Experte gefunden hat, der gesagt hat, das kann ja überhaupt nicht sein, was die da rausgefunden haben. Ich bin mir sicher, dass der von Aborigines getötet wurde. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Art, auf Aborigines zu gucken. Ne? Und ich habe mich dann gleich gefragt, ob dahinter, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt schon wieder ob ich dazu weit gehe in meiner Vermutung, dass dahinter auch so ein tief sitzendes Misstrauen gegen die Indigenen steckt. Also wenn man sagt, das kann ja gar nicht sein, dass der da mit denen gelebt hat, und das ist doch logisch, dass die den getötet haben. Oder wie? Woher kommt das? Ja, also es gibt mehr Überläufer, als man glaubt. Also ich habe ja einige Geschichten gerade zu Leuten gemacht, wie Hermann Lehmann, der zum Apachen wurde, oder Christian Prieber, der wurde Cherokee-Häuptling. Das ist gar nicht so schwer vorstellbar. Oder uns selbst ist es im Hochdschungel in Papua so gegangen, wir waren Familienmitglieder, wir hätten dort bleiben können. Ja? Also das ist hier eher unwahrscheinlich, wie wir alle wissen, dass ein Mosambikaner herkommt und der sofort Familie wird. Ja? Aber dass es jetzt genug Leute gibt, die das in Zweifel ziehen, das macht uns gar nichts. Ja? Also weil im Gegenteil, der Film, wenn er denn etwas auch anstoßen könnte, ist zumindest in Australien, dass die Forschung nochmal Schwung aufnimmt. Ja? Denn es gibt gerade das Gebiet am Mulligan River, das war für uns zu groß in den wenigen Drehtagen, die wir am Mulligan River hatten, um das jetzt wirklich gut abzusondeln, ja. Na, was man noch alles unternehmen kann, oder mehr in die Familienforschung reingeht. Was hat der Scathorp für Nachfahren? Sind die Tagebücher vielleicht irgendwo weitergelandet? Hat er die mit ins Grab genommen? Ja? Also all diese Dinge, die kann man angehen, und die können in Bewegung geraten. Und wir bereiten jetzt auch eine englische Fassung vor, um natürlich auch in Australien den Film zu zeigen. Und besonders dort wird er bestimmt lebhafter noch aufgenommen werden. Für hier, für unsere Region, empfinde ich immer, die Benamsung führt uns nicht weit. Ja, noch eine Straße nach ihm benennen und noch ein Denkmal wohin stellen, das bleibt leer. Ja? Wir brauchen die echten Geschichten. Wir brauchen das, was es für uns bedeutet. Ja? Das müssen wir hinterfragen und das müssen wir lebendig zugänglich machen. Ja? Und nicht als Denkmal, sondern als überleg mal. Genau. Ja, aber diese, insofern führt ja auch euer Film, obwohl er sich auf historische Spuren begibt, eigentlich die,
er bewegt sich ja die ganze Zeit in der Gegenwart. Und ich sehe da natürlich sofort parallel. Also für mich ist eine der interessantesten Gestalten dieser Camper, den ihr da trefft und der dann sagt, wir dürfen jetzt nicht mehr auf diesen Felsen und wie kommen dann die Aborigines dazu zu behaupten, dass der denen gehört und wir werden nie mit denen klarkommen. Und dann sieht man auch das Misstrauen der Aborigines, wenn da Weiße kommen. Und natürlich denke ich dann sofort auch darüber, wie bei uns über Sorben gesprochen wird und wie das Sorbische stigmatisiert wird. Eben auch, wie du sagst, jenseits der Denkmäler, die man errichtet. Ne? Also da sind ganz viele Parallelen. Ja, also man würde nicht darauf kommen, dass meinetwegen japanische Touristen auf dem Kölner Domdach jetzt herumkrabbeln müssen. Das würde man komisch finden. Ja? Das ist egal, wie alt dieser Felsen ist. Ja, das ist zu respektieren. Ja, und weil es eine andere Kultur ist und wir sollten so froh sein, dass es andere Kulturen gibt. Ja. Was wir auf unseren Expeditionen erfahren haben, ist, dass wirklich die meisten Kulturen wirklich die werden vom Matsch, vom Coca-Cola-Matsch begraben und versinken und verlieren unfassbar eigenes Denken. Ja. Also das ist das, was eine Kultur ausmacht, dass es eine andere Möglichkeit gibt, über das Leben Lösungen und zu finden, ja? Und andere Optionen bereitzuhalten. Und deswegen müssen wir gerade mit unserer wahnsinnigen kolonialen Vergangenheit ja, daraus schlau werden. Ja? Also dieser koloniale Atem, ja, der einstmals Richtung Osten ging, Ostgermania Slavica, ich wiederhole das gerne nochmal, der hat da nicht Halt gemacht in Königsberg. Ja? Also man riecht das noch bis in Papua, ja? Also diese Haltung. Ja? Und das ist überhaupt nicht lange her. Genau. Jetzt würde ich noch am Ende, ich merke gerade, ich habe vergessen, den Clip aus eurem Film nochmal einspielen zu lassen. Vielleicht zeigen wir jetzt nochmal kurz den Clip, bevor ich noch eine Frage zur Produktion stelle. Ja. Hört mich die Technik? Offensichtlich nicht. Bringt ihr jetzt noch? Könnt ihr den Clip noch zeigen aus dem Film? Dann machen wir den gespielten Clip. Ich hole kurz. Dann musst du jetzt den Leichhardt spielen. Man hätte jetzt gesehen, wie du da gräbst tatsächlich, nach Erkenntnissen gräbst sozusagen. Das wäre sehr metaphorisch gewesen. Aber nochmal kurz, bevor wir zum nächsten Film kommen, würde ich auf die Produktion gerne nochmal kommen. Euer Abspann war doch recht kurz. Normalerweise stehen dort alle Förderer. Jetzt frage ich mich sofort, wie finanziert ihr diese Expedition? Und ein Film kostet ja dann auch ein bisschen Geld. Wie bewerkstelligt ihr das? Stand kein Förderer da? Ja, ich beantworte die Frage mal gerne mit, wir sind Privatiers. Also wir haben das in der Tat selbst finanziert. Und dieses Team samt unserer Schnittmeisterin in München, die jetzt leider nicht mitkommen konnte, eigentlich sollte sie auch mitkommen, die Isabel Neises und wir vier, die uns auf den Weg machen wollten und der Pascal, der die Drohne fliegen sollte. Also dieses Team ist wirklich der Kern. Und alles andere, da wir alle in unseren Bereichen über die Jahre Profis geworden sind, also auch Talente haben, ja, und immer wirklich als, uns als Team begreifen. Ja, das macht diese Gruppe auch so aus, dass wir gesagt haben, wir lieben die Freiheit. Ja, natürlich haben wir im Vorfeld versucht, den Stoff anzubieten. Und es war, C ist gar kein Ausdruck, man bekommt einfach keine Antwort. Und jetzt sieht das anders aus und der Film gehört uns. Und wir haben jetzt eine sorbische Version produziert für Vujicica und sind, wie gesagt, dabei für eine englische Version, suchen nach wie vor einen deutschen Sendeplatz für unsere Festivalfassung. Und auch da ist es zäh, aber wir haben jetzt sehr gute Presse bekommen, also vom Spiegel bis zum Tagesspiegel, also auch überregional. Wir sind da gute Hoffnung.
Das höre ich gerne. Das ist auch ein schönes vorläufiges Schlusswort für diesen Teil des Gesprächs. Also ich wünsche euch auf alle Fälle mit dem Film eine große Reise und glaube, dass da auch noch viel mehr über das Thema zu erzählen ist und noch viel mehr zu sagen ist. Und würde mich freuen, wenn da noch mehr von euch zu hören und zu sehen wäre. Genau, und jetzt würde ich zum nächsten Film kommen, nämlich Winterlieb Liebauker, und frage wieder die Technik, falls da noch jemand ist, ob wir da den Clip sehen könnten. Wir können beide nochmal abspielen, Chris. Ah, gut, dann spielen wir jetzt erst vielleicht nochmal sozusagen retrospektiv zur Untermauerung von des letzten Gesprächs Leichhardts letztes Rätsel und dann den Clip von Winterlieb Liebauker. Stichprobenartig suchen wir an alten Bäumen nach Spuren Leichhardts. Langsamer? Hier. Ja, ja. Lass mal, hör mal auf. Ja. Menschen, die zu einem Volk gehört, das sich wehren muss, auch gegen Kolonialisierung, die in diesem Fall in Form eines Kohlekonzerns daherkommt. Das ist jetzt die Fortsetzung von Blaubeeren, Zerne, Jagode, den ihr 2013 gemacht habt. Und Maja und ich, wir hatten uns im September in Köln getroffen beim Internationalen Frauenfilmfestival. Die haben eine Retrospektive gemacht zum Thema 30 Jahre nach der Wende, also sozusagen 30 Jahre vereinigtes Deutschland. Und da lief dieser Film Blaubeeren. Und da hat die Kuratorin des Programms Betty Schiel, die also eine westdeutsche Kuratorin, die den Film mit ausgesucht hatte, die hat was sehr Schönes gesagt, das muss ich mal kurz vorlesen, über den Film. Und da ging es, der letzte Film schloss damit, dass die Buche weg war, dass also Edith und Kito dorthin kommen und die Buche ist nicht mehr da. Und dazu sagte Betty Schiel, mir ist das Herz stehen geblieben in dem Moment, als die große, würdevolle Buche plötzlich weg ist. So eine gravierende Verletzung, so ein Fehler, den ihr da unvermittelt durch Schwarzbild bringt, das hat mich davongeschwemmt. In dieser einen Szene steckt für mich ganz viel von den Verletzungen, von dem Verschwinden, von dem Überwältigtwerden und dem damit umgehen müssen. Das ist ein ganz großes Bild. Wenn ich an diese Reihe nach der Wende denke, dann denke ich an ein schwarzes Bild. Und das hat für mich auch nochmal den Blick erweitert, muss ich sagen, dass man das auch so lesen kann, dass es... Buch ist weg und es geht um Verlust und es geht natürlich auch um den Verlust einer Landschaft, einer von Natur, es geht um den Verlust einer Kultur, der sorbischen Kultur, und man kann aber eben diese Verlusterfahrung noch viel weiter fassen. Das fand ich bemerkenswert, den Blick, also sozusagen ein vermeintlich kleiner Film, ein kurzer Film, was der nochmal aufmachen kann, auch an historischer Bedeutung. Und jetzt im letzten Film war die Buche also weg und ihr folgt jetzt den Protagonisten weiter, also Edith und Kito. Und ich weiß, dass ihr, also es sind ja jetzt 7 Jahre vergangen seit dem Verlust der Buche. Ihr habt 7 Jahre auch um diesen Film gekämpft, aber wie habt ihr weitergemacht? Ihr seid einfach immer weiter hingefahren. Sozusagen, habt sie einfach weiter begleitet, ohne erstmal zu wissen, was daraus wird. Erzählt mal ein bisschen, wie es jetzt in diesen 7 Jahren weiterging. Also das, was wir machen, ist ja eigentlich eine Langzeitbeobachtung.
Wir kennen die beiden gut, haben ein gutes Verhältnis zueinander und haben immer wieder besucht und hatten also meistens auch die Kamera dabei. Also das ist sozusagen wie so eine Art Sammlung über die Zeit. Und wir möchten das auch noch fortsetzen. Und daraus ist dann, also nach, vielleicht kann ich nach 2 Jahren oder so, haben wir dann den Antrag gestellt, dass wir den nächsten Film machen wollen. Und das ist eben sehr interessant, die Sache über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Denn dadurch konnten wir im zweiten Film, da wo die Ausgrabung stattfindet, das ist ja genau das, also ist ja das Gebiet gewesen, in dem wir den ersten Film mit der Buche gedreht haben. Also da ist wirklich dann in dieser Filmabfolge ist dann die sozusagen die Zeit wie geronnen und festgehalten, und das ist eigentlich ganz interessant. Und also unser Herangehen ist eben nahe bei den Leuten zu sein, die das aushalten müssen, was da passiert. Das war eigentlich auch immer das Ziel, sozusagen immer an die Stelle auch zurückzugehen, also die Stelle der Buche. Und dort auf jeden Fall, wenn wir dort waren, immer eine Aufnahme zu machen. Und sind dann aber, da war auch, glaube ich, noch die Idee, so diesen Ort immer wieder auftauchen zu lassen. Da sind wir dann ein bisschen durch die ganzen Geschehnisse ringsherum von abgekommen. Und wie man dann im zweiten Film auch sehen kann, es ist weniger, ich sag mal, ein Kammerspiel, ne, was so an einem, also was so einen Tag verfolgt von den beiden im Wald, sondern es ist ja eher so ein Moment, wo man merkt, was das alles bedeutet, was da passiert ringsherum, also diese Demonstration und der Tage war mit den Ausgrabungen, ne, und also was das alles für ein Ausmaß hat. Das zieht ein, das ist auch, denke ich, dramaturgisch ein Wunsch gewesen jetzt für den zweiten Film, da ein bisschen aufzumachen. War es eure Intention, jetzt wieder mit einem Kurzfilm weiterzumachen? Also es ist jetzt der zweite Kurzfilm, jetzt nähert ihr euch der Trilogie, dann ist es auch mal irgendwann abendfüllend. Oder habt ihr versucht, eine Förderung für einen Langfilm zu bekommen? Wie ist es euch mit den Förderern ergangen? Also die Förderung, also tatsächlich ist immer ein bisschen daran gescheitert, dass unser Projekt irgendwie mit dem Blaubeer damals 15 Minuten zu klein war. Sowohl in der Minutenzahl als auch in der finanziellen Zahl am Ende. Ne? Also es hatte einfach keinen Charakter von einem 90-Minüter jetzt von der Erzählung her. Und so hatten wir dann für uns entschlossen, wir arbeiten Step by Step und wir sind sowieso immer dort, weil das ein Anliegen ist. Also das Ganze ist ja eine Mission, sozusagen mittlerweile. Und fahren sowieso immer dahin und dokumentieren und machen sozusagen stückchenweise. Und zusammen sollen, deswegen ist auch diese Buche am Anfang von Winterlieb nochmal aufgegriffen, sollen zusammen funktionieren. Also man kann die Filme zusammen gucken, du hast völlig recht. Am Ende haben wir einen abendfüllenden Film wahrscheinlich. Aha. Jetzt wird aber also dieser Film jetzt ist von der Dimension viel größer als Blaubeeren. Also er ist nicht nur länger, sondern er macht ja auch nochmal, er schlägt politisch einen ganz anderen Bogen. Jetzt geht es auf einmal wirklich um diesen Widerstand. Und es ist ein sehr, also ich habe selten so einen poetischen Film über Widerstand gesehen, muss ich sagen, der einen tatsächlich auch geradezu physisch ergreift, muss ich sagen, ja, weil der auch so sinnlich arbeitet. Aber es geht schon, ihr macht einen sehr großen Bogen auf. Der große Konzern rückt uns auch viel näher. Jetzt frage ich mich, ist das sozusagen, habt ihr das dramaturgisch so gebaut, dass ihr jetzt einen Film über Widerstand machen wolltet, oder ist das dadurch, weil jetzt sozusagen Edith und Quito sozusagen, dass das viel mehr deren Leben bestimmt? Wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt eigentlich für mich ein Film über Widerstand geworden ist? Also da würde ich sagen, da trifft das Zweite zu, weil wir gehen gar nicht so sehr konzeptionell ran, sondern wie ich schon gesagt habe, wir sammeln, und das gehört bei Ihnen einfach mit dazu. Also das ist so eine Art seelischer Überlebenskampf, um das alles zu ertragen, wenn diese ganze geliebte Landschaft, der geliebte Wald, jeder Baum, alles, wenn das alles so Stück für Stück und unaufhaltsam scheinend immer wieder kaputt geht, also da muss man ja um seelisch zu überleben, auch irgendwas unternehmen. Und das ist das, was wir dann dokumentieren. Und da gibt es einfach verschiedene Anlässe, wo wir da hinfahren. Wir haben natürlich wesentlich viel mehr Material dann beim Schnitt. Und am Ende entscheidet sich dann natürlich, was wir nehmen, damit es einen Zusammenhang gibt.
aber das kommt aus dem Stoff und aus den Menschen, die wir, also aus Edith und Christian, die wir die ganze Zeit begleiten. Und Christian ist auch jetzt stärker im Film. Der war im ersten Film, ich glaube nur, weiß nicht, ein oder zweimal zu sehen. Jetzt ist Christian eigentlich neben Edith gleichberechtigter Protagonist geworden. Woran liegt das jetzt? Das war direkt die Absicht. Das hatten wir schon vor, dass wir jetzt sozusagen, nachdem wir Edith so eindringlich vorgestellt haben, dass wir auch Christian mal vorstellen wollen. Weil die beiden sind eine Einheit. Naja, und auch sehr, sehr besondere Menschen auch. Und da kommt natürlich auch das Sorbische rein. Das, was ich auch schön finde, ist diese Sprachmischung in dem Film, ne? Dass sie auch manchmal in einem Satz wechseln, vom Sorbischen ins Deutsche und wieder zurück. Und ihr habt ja so eine Klammer für den Film, das ist dieses Gedicht. Vielleicht sagt ihr nochmal was zu diesem Text, wo der herkommt. Und also das Gedicht hatten wir schon bei dem ersten Film und hatten eigentlich schon vor, das mit dem ersten Film zu verwenden, aber da passte es irgendwie nicht rein, das wäre zu viel geworden. Das lag sozusagen auf Halde. Das Gedicht ist von Roger Domaszczyna und in der Zeit, wo ich Edith kennengelernt habe, das waren die sorbischen Malerwerkstätten, die haben dort bei Rode stattgefunden und da kam Edith mit einem großen Kuchenblech und mit Essen und hat uns dort bewirtet, als wir dort gearbeitet haben. Und da war auch die Roger Domaszczyna mal mit dabei und hat damals dieses Gedicht direkt der Edith Henk gewidmet. Insofern passt das natürlich auch wunderbar inhaltlich zu unserem ganzen Stoff. Und das hat sozusagen in der Schublade geschlafen und bei diesem Film passt es genau dazu. Das sind so die Dinge, die sich einfach fügen. Das macht ja auch eine riesige Dimension auf, ne? Dieses Wem gehört das Land? Genau. Es war auch, glaube ich, ein bisschen im Mittel, weil der Film ja schon recht fragmenthaft beginnt, so mittendrin. Ne? Da geht es um irgendeine Buche. Also wer jetzt Blaubeeren nicht kennt, der muss sich da erst reinfinden. Da gab es, ne, denke ich, gibt es auch unterschiedliche Meinungen im Anschluss. Also wird es Leute geben, die sagen, ich verstehe das nicht. Oder gibt es Leute, die finden das gerade gut, dass man so reingeworfen wird in die Problematik. Und da war für uns auch sozusagen das Gedicht ein bisschen Mittel zum Zweck, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um das ein bisschen zu rahmen, ne, um das große Thema schon mal vorzugreifen. Ich habe schon gesagt, dass ihm gehört das Land. Hm. Und das Schöne ist, dass das alles ineinander greift und dass sogar die Roja, die das Gedicht geschrieben hat, am Ende auch mit bei der Demonstration dabei war. Also das ist, das gehört alles zusammen. Also es ist eher organisch. Hm. Jetzt weiß ich aber, dass die Arbeit an dem Film doch teilweise nicht so organisch war, weil ihr auch große Probleme hattet, eine bestimmte Szene sozusagen freigegeben zu bekommen. Vielleicht erzählt er die Geschichte nochmal, weil das war ja wirklich jetzt auch für uns als Festival aufregend bis zum Schluss. Welchen Film werden wir bekommen und was wird da am Ende drin sein? Das war ja wirklich so eine Zitterpartie am Ende. Vielleicht erzählt er nochmal die Geschichte, worum es da ging und mit wem ihr gekämpft habt. Ja, wir haben mit dem Riesen gekämpft. Nee, also ja, jemand schon, also wer Blaubeeren kennt, weiß, dass wir sozusagen eigentlich von der anderen Seite gucken. Also nicht so von dem typischen Tagebaublick, so wo man die Bagger sieht und die Löcher sozusagen und die Wüste und die Mondlandschaft, sondern eher von der anderen Seite. Und bei diesem Film ist es ja so, da gibt es ja diese eine Szene, wo wir sozusagen in den Tagebau eintauchen über die Ausgrabung an dem ehemaligen Jagdschloss. Und wo wir sozusagen unmittelbare Berührung mit den Baggern hatten und da war auch sozusagen eine unmittelbare Berührung mit dem Tagebaubetreiber. Und sag mal, das ist jeder, wo es sozusagen Diskussionen gab, weil einfach bestimmte Sachen inhaltlich nicht ganz so der Vorstellung. Ich auch gearbeitet und versucht, das zu lösen, aber naja. Nee, aber sonst Fragen, um deine Frage konkret zu beantworten, gab es tatsächlich jetzt keine. Es war tatsächlich eher Dankbarkeit und Lob. Wir sind wieder da. Höre ich gerade? Fabian, sind wir da? Ja, nebenan läuft. Kann weitergehen. Ah, also die Welt sieht und hört uns wieder. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren beim Tagebaubetreiber, mit dem ihr noch weiter arbeiten wollt, glaube ich. Ne? War das, wo wir gerade waren? Ja, im dritten Film wollen wir mehrere, oder wollen wir weiter rausgehen
und verschiedene Stimmen sammeln zu dem Thema. Wir wissen, also wir werden, wir haben wieder, wie gesagt, keine feste Vorstellung, weil die Realität uns sowieso immer wieder überrascht. Und es ist gut, wenn viele Türen geöffnet bleiben, um möglichst viel Material zu sammeln. Ja. Ihr habt ja schon auch jetzt versucht, also nicht nur durch dieses Gedicht und diesen Bogen weit zu spannen, sondern auch schon auch verschiedene Meinungen abzubilden. Ne? Also es gibt dieses Dorffest und es gibt ja auch die Leute, ich nehme mal an, das war Müllrose, ne? die sagen, ich bekomme ein schönes neues Haus und die also offensichtlich nicht diesen Schmerz verspüren. Also das, ihr versucht ja auch sozusagen noch viel mehr jetzt in den Film reinzuholen, auch an unterschiedlichen Sichtweisen und Aspekten. Ja, denke ich auch notwendig, wenn man Richtung Langfilm guckt. Mhm. Also ja. Muss sich ja entwickeln. Also ich denke, wir werden immer weiter uns öffnen. Ne? Deswegen vielleicht sogar jetzt den Tagebaubetreiber mit reinnehmen, ne? Also mit erzählen sozusagen, mal die andere Seite. Also es ist, spielen. Das ist ja, ja. Das ist gerade alles im Entstehen. Das hat aber auch mit dieser Szene zu tun. Diese Szene, das war vielleicht eine kleine Bremse in dieser Harmonie, sage ich mal, die wir eigentlich hatten während des Drehs, ne? Mit Christel und Edith. Also weil es einfach alles irgendwie funktioniert hat, aber am Ende war es auch ein Anstoß, denke ich. Und es ist ja so, dass das Spannende an diesem Thema ist ja auch so, wie du das in deinem Gundermann-Film gemacht hast oder so, dass das sozusagen alles miteinander verwachsen ist. Das ist auch ganz schwer, dass man nicht einfache Lösungen oder das irgendwie einfach sortieren kann, sondern dass das da drunter und drüber geht. Und auch so wie die Edith das so schön sagt, der soziale Frieden ist gestört. Ja, warum? Wie funktioniert das? Das ist eigentlich das, was auch interessiert. Hm. Genau. Naja, bei uns, wenn ich das mal kurz sagen darf, bei uns war es so, dass wir mit der Lea überhaupt keine Probleme hatten. Aber dass wir ja wochenlang um ein Bild auch gekämpft haben mit der LMBV, was ja sozusagen die Gesellschaft ist, die Folgelandschaften verwaltet. Mit denen war es für uns viel schwieriger. Aber ich meine, man betritt immer irgendwie vermintes Gebiet, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Was ich euch noch fragen wollte, ist nochmal zur Musik. Die finde ich wieder ganz besonders in dem Film. Das ist ja eigentlich auch ein Merkmal von euren Filmen. Maja, du guckst schon so, als würdest du da was dazu sagen wollen. Das ist ein guter Freund von Julius, der die Musik direkt für den Film schreibt. Und dann wird das gesungen von dem Ensemble. Und ich finde das sehr schön, weil ich weiß, dass der Gesang und das im Sorbischen eine große Rolle spielt. Er benutzt auch sorbische Motive in seinen Kompositionen. Und dieser pure Gesang, der nicht so absolut perfekt rüberkommt, sondern der geht so schön an die Seele. Also der hat sowas, der bringt in den Film noch eine neue Kraft rein. Und das ist, und deswegen haben wir uns auch wieder entschieden, mit der gleichen Musik weiterzuarbeiten und die weiterzuentwickeln. Dass da eine Kontinuität drin ist. Ne? Jetzt haben wir über die Musik bei Leichhardts letztes Rätsel gar nicht gesprochen, was irgendwie fällt mir gerade auf, wenn man mit einem Musiker spricht, hätte man auch über die Musik sprechen können. Die war aber natürlich auch besonders und klang auch sozusagen sehr inspiriert von der Landschaft und der Wüste und oder? Willst du vielleicht noch ein Wort dazu, Kai? Wenn man auf Expedition ist, nimmt man immer alles auch auf, also jeden Vogelpieps. Und dann auch oft hat mal so ein paar Tools dabei. Ich hatte mal Monoton dabei, einfach so ein, was nur ein Ton kann. Und den habe ich immer geschlagen in einer Schlucht oder so, einfach um ein bisschen interzuagieren. Das meiste kommt weder vor noch geht ein, aber es ist so ein inneres Tun, ne? Dass man dann anfängt, irgendwann spricht die Landschaft mehr zu einem und
man hört anders. Ja? Also Australien ist sowieso fantastisch, ein wahnsinniges Hörerlebnis. Ja? Die Vögel klingen wirklich ganz, ganz anders und die können Sachen, obwohl unsere auch nicht schlecht sind, aber... unsere Vögel singen Sorbisch, das haben wir von Edith gehört. Ja, genau. Ja. Aber insofern, das ist natürlich, die Musik zu unserem Film beginnt auch schon mit der ersten Expedition, also aus dem Hörspiel, werden da Sachen rübergenommen. Und ja, das, was ich vorhin schon erzählt habe, also wir schöpfen eigentlich alle aus allen Reisen. Ja? Also auch, wie wir uns als Gruppe bewegen, wie wir miteinander sprechen, wie wir einen Instinkt entwickeln, also vor allem, wie wir uns austauschen. Ja? Das ist einfach, das ist wie der Vogelschwarm. Der ist schlauer als der einzelne Vogel. Und so ist das immer so ein bisschen, so vier Detektive machen sich auf den Weg oder sechs oder je nachdem, wie viel wir sind. Und, vier Fragezeichen. Ja. Und so wird alles mitgedacht. Ja, also der Maler malt und alles wird geht ineinander über. Und man kann später auch sehr viel schöpfen. Ja. Also es ist... Wird es auch noch eine Verwertung geben? Das wollte ich auch noch fragen. Du hast ja auch ein Hörspiel darüber gemacht. Wird es auch wieder so eine Art Installation oder was kommt da noch? Es gibt eine Radioarbeit dazu, beim Deutschlandfunk immer noch ein Jahr hörbar. Dort heißt es In den Kern der dunklen Masse. Das ist ein Feature, fast analog zu dem Film, aber ein bisschen anders, ganz schön anders. Also vom Hören natürlich. Und dann, wie gesagt, das wird das erste Kapitel in dem langen, großen Film Das Nomadische Gehen werden. An den nächsten Kapiteln arbeiten wir bereits. Und vielleicht wird es auch eine Serie, je nachdem, mit wem wir zusammenkommen. Also vielleicht wird es auch ein Streamingdienst. Dann wären es 5 Teile. Und das wird sich alles so herausstellen. Ja? Also Leichert ist jetzt so einen ersten Pflock, den wir eingeschlagen haben, also um uns selbst zu bestimmen, um unsere filmische Sprache zu finden, also quasi auch neu als filmischer Regisseur. Ja, ich habe natürlich schon viele Radioarbeiten gemacht und weiß, wie man Geschichten erzählt, aber es ist natürlich was völlig Neues, wenn man jetzt mit Bild arbeitet. Und wir haben Gott sei Dank, haben wir ganz viel Material und sind ganz viel gereist, sodass wir gerade durch diese schreckliche Pandemie ganz gut besattelt sind. Ich sehe gerade hier ganz, ganz, ganz schöne Parallelen auch, weil es geht ja auch, soll ja auch insgesamt ein bisschen um den sorbischen und um den Lausitzer Film gehen. Wir haben hier einen Musiker und eine Malerin, die beide Filme machen. Und es gibt auch wirklich... zwischen den Filmen sehe ich auch viele Parallelen. Das sind beides so sehr sinnliche Erlebnisse und die eben auf ganz vielen Ebenen arbeiten. Insofern treffen die sich wirklich eigentlich ganz schön und zeigen vielleicht auch, was sowas wie den Lausitzer Film vielleicht tatsächlich auszeichnen könnte, weil wir als Lausitzer eben doch aus... was du erst gesagt hast, Kai, dass wir auch noch aus einer ganz anderen sinnlichen Welt und auch aus einem anderen Mythenschatz und so einfach schöpfen können. Ja, das ist so verrückt. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter ist Puppenspielerin und die Puppenbühne Regenbogen in Cottbus, die hatten das Stück Pumpott, ein sorbisches Märchen. Und ich habe dort als kleines Kind, habe ich dort immer die Glühwürmchen so hochgehalten, ja? Oder das Blech geschlagen, wenn die Mittagssonne hochkam und dort sich die Bauern zur Brust nahm. Also insofern ist so manches wirklich viel näher. Also ich bin ja auch nicht Sorbe, ja? Aber was ist man schon? Also das kann man sich sowieso aussuchen. Ja? Aber so von der Nähe her, womit wächst man auf, kann es auch die ganze Welt sein. Also ich will mich da gar nicht jetzt
apprezieren oder so. Aber das, vielleicht ist auch eine Verbindung zu eurem Film die Freiheit, es zu tun. Ja? Also nicht in diesen Formaten sich herumzuschlagen. Wird das sendefähig sein? Wer soll denn sich das angucken? Und all diese wahnsinnigen Fragen, wenn es um Kunst geht, ja, zu unterwerfen, sondern die Freiheit, es zu tun, ist immer noch das höchste Gut. Naja, wobei die Freiheit, gerade Film ist ja nun eine Kunst, wo die Freiheit auch ein bisschen Geld erfordert. Und auch da gibt es ja die Verbindung zwischen unseren Filmen. Und auch das ist was vielleicht den Lausitzer Film begleitet, dass er es eigentlich zumindest in den letzten Jahren immer schwer hatte bei Förderern. Da ist vielleicht gerade was ein bisschen auf dem Weg. Wir haben auch dieses Netzwerk Lausitzer Filmschaffender. Wir hatten gerade heute ein Online-Netzwerktreffen mit sehr vielen, sehr interessanten und vielfältigen Projekten. Aber in der Vergangenheit, und das war ja auch bei euch beiden so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Förderer erstmal nicht in die Luft gesprungen sind, wenn man mit einem sorbischen oder Thema von irgendjemandem aus der Lausitz gekommen ist. Das Gleiche haben wir auch mit unserem Gundermann-Film erlebt, dass es eben jahrelang hieß, irgend so ein Typ aus der Lausitz, das interessiert doch keinen. Und da ist gerade was in Bewegung, und vielleicht können wir da am Ende nochmal drauf kommen. Und auch darüber habe ich nochmal kurz mit Knut Elstermann gesprochen, was sozusagen die Zukunft des sorbischen und Lausitzer Films sein könnte. Und ich hoffe, dass die Technik mich jetzt hört und den zweiten Teil des Gesprächs mit Knut Elstermann nochmal einspielen kann. Da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, wie kann sich denn so ein sorbischer Film tatsächlich entwickeln? Weil Toni Bruck redet ja über eine Zeit, in der es ein sorbisches Filmstudio gab. Etwas, was wir im Moment noch nicht mal haben. Und wo man denkt, und es gibt auch Leute, auch unter den Sorben, die sagen, sozusagen in der DDR war die goldene Zeit der Sorben, weil da die Förderung einfach selbstverständlicher war. Und da gab es zum Beispiel beim staatlichen Filmstudio, bei der DEFA, gab es ein sorbisches Filmstudio. Und jetzt kommt Toni Bruck, der dort so viele Filme produzieren konnte, und sagt, wir waren das fünfte Rad am Wagen. Und dann wirft das natürlich sofort die Frage auf, würde denn ein eigenes Filmstudio überhaupt helfen? Mhm. Aus dieser Sicht jetzt heraus. Was sagst du, jetzt auch aus dem, du hast ja mit so vielen Leuten gesprochen und so viele Filme gesehen, ist also der DEFA-Weg eigentlich vielleicht auch nicht, also ein eigenes Filmstudio hilft also auch nicht, oder was würde denn dem sorbischen Film helfen? Also erstmal muss ich sagen, ich hätte natürlich das gerne auch mit ihm noch mehr vertieft, also das DDR-Film schaffen, das wäre vielleicht mal ein anderer Film, also das wäre in der Tiefe nicht möglich gewesen. Machen wir als nächstes, Knut. Das machen wir als nächstes, würde mich wirklich interessieren, die Filme nochmal anzusehen, auch zu sehen, wie weit die oft schon gegangen sind. Also, dass es keine folkloristischen Widerspiegelungen von diesen ewigen Bräuchen sind, was dann auch keiner mehr mag, und die Sorben zu allerletzt, sondern dass es schon auch Auseinandersetzungen waren mit Umweltzerstörung, mit Verlust von kulturellen Traditionen, Dinge, die ja auch heute eine große Rolle spielen, sogar vielleicht sogar noch eine größere. Wie man jetzt über die Strukturen nachdenkt, ist deutlich im Film zumindest an. Dieses sorbische Filmstudio war natürlich trotzdem auch vor allem ausgerichtet auf Dokumentarfilm. Und das ist auch für Toni Bruck entscheidend. Er sagt ja auch im Film, und das ist absolut bedenkenswert, haben wir wirklich die Mittel für den großen Spielfilm, haben wir genug Leute, was du auch andeutest. Ich denke mal, man muss da, glaube ich, ein bisschen weiterdenken. Also es gab ja auch Versuche von der Stiftung für das sorbische Volk, fast sowas zu sein wie ein Filmförderer, und zwar mit besten Absichten. Das funktioniert auch nicht. Damit ist so eine Stiftung auch völlig überfordert, nicht nur finanziell, auch organisatorisch. Man sollte sich vielleicht schon überlegen, innerhalb des Landes Brandenburg, natürlich auch mit Sachsen zusammen, wo ja auch klar diese beiden Länder, die für Sorben zuständig sind, ob man tatsächlich sowas schafft wie einen besonderen Fonds vielleicht, auf den dann Filmemacher und Macherinnen zugreifen können, wo man ganz gezielt Themen einreichen kann. Und das andere ist das, was Stefan Göbel, finde ich, sehr schön ausdrückt. Die Themen, von denen wir reden, sind universell.
Was macht er das Besondere aus? Umweltzerstörung, Verlust von Heimat, aber auch Identitätssuche, das sind große Themen in unserer globalisierten Welt. Die Sorben sind da gar nichts Besonderes, sondern sie haben uns mit ihren Geschichten ja was zu sagen, was alle betrifft. Deshalb braucht man, glaube ich, auch eine größere Sensibilität, ich sage mal, in der allgemeinen Filmförderung, in der allgemeinen Landschaft. Und wenn ich das noch schnell sagen darf, auch das finde ich wichtig, was ich versucht habe auszudrücken. Es geht jetzt hier auch nicht um den reinen sorbischen Film. Ich glaube, das ist eine Illusion und das würde auch gar nichts bringen. Übrigens sind die Leute wie Rainer Nagel, der dann ein großer Visionär ist und da vielleicht am weitesten ist, sind hier auch gar nicht der Meinung, dass das so sein muss. Aber dass es sozusagen einen Film gibt mit einer großen sorbischen Bestimmtheit, mit einem großen Anteil von Sprache und Kultur, das ist fast selbstverständlich und da ist die Zeit wirklich jetzt reif dafür, finde ich, wenn die Sensibilität dann auch der Verantwortlichen da ist. Das, also das zeigt ja dein Film dann auch wirklich sehr deutlich, dass ja, weil Toni Bruck sagt, ohne Leute, ohne Geld und die Leute gibt es ja. Also da kann man schon sagen, da ist er eigentlich ja. Deine Doku schon wirklich widerlegt. Was tatsächlich noch fehlt, ist jetzt das Geld an der Stelle. Aber du hast jetzt noch ein wichtiges Wort genannt, was ich noch aufgreifen möchte, Sprache. Mhm. Und das ist ja immer in Deutschland ein schwieriges Thema. Wie gehen wir mit Fremdsprachen im Film um? Jetzt haben wir Amo Senza Fin, zeigst du ja auch, der in der Schweiz gelaufen ist auf Rätoromanisch und der tatsächlich dann das Filmfestival in Locarno eröffnet hat. Aber man hört eben Rätoromanisch. Und jetzt in Deutschland, wir sind ja das große Land, wo alles synchronisiert wird. Wie könntest du dir jetzt sozusagen im großen deutschen Kino, das ist ja auch das, wo du dich als Kino King Knut bewegst, ne? Das sind ja auch die Kinos, die in den großen Filmpalästen laufen und so, da laufen ja eigentlich eher nicht die Filme mit Untertiteln. Wie könntest du dir also vorstellen, es käme jetzt ein sorbischer Film, wie könnte da mit sorbischer Sprache umgegangen werden? Glaubst du, dass das deutsche Publikum reif wäre für sowas, was da in der Schweiz möglich war, dass man auch das Rätoromanisch, dass man das Sorbische hört? Was könnte da ein Modell sein? Ja. Also wir wollen auch das Fernsehen nämlich da nicht vergessen, als wichtiger Filmproduzent. Genau. Denk mal dran, der RBB, unsere Filmchefin, kommt ja auch zu Wort, wie ich finde, mit sehr ermunternden Worten. Nicht? Also sie geht da sehr weit, Martina Zöllner. Eine Schnellvorlage und lädt die Leute förmlich ein. Reicht mal was ein? Ich habe bis jetzt noch nichts. Es könnte was kommen. Also das fand ich sehr bemerkenswert, dass sie da so konkret wird. Also um beim Fernsehen mal zu bleiben, wir haben ja im RBB jetzt einigen Jahren einen deutsch-polnischen Polizeiruf, also grenzüberschreitend, nicht mit einer gemeinsamen Kommission, wo ja auch Polnisch logischerweise gesprochen wird. Und es gab endlose Debatten, 20.15 Uhr, beste Sendezeit. Geht das überhaupt mit Untertiteln? Darf man das? Natürlich darf man das. Und man darf auch nicht vergessen, Grit, wir dürfen ja da auch nicht immer so in Begriffen der 90er Jahre denken. Es wächst eine ganz andere Generation heran. Ich meine, gerade in diesen Zeiten, die Leute gucken, also gerade junge Leute, gucken originalsprachlich, vielleicht auch mit Untertiteln noch oder nicht. Für die ist das gar nicht mehr so ein großer Punkt. Klar, also auch natürlich ein bisschen notgedrungen. Aber die Serienproduktion und so, die ist international. Warum soll nicht auch ein Film, ich sage ja nicht, dass der hundertprozentig sorbisch sein muss. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Aber wenn er Themen aufgreift, wenn er eine Erzählweise findet, wenn er durchaus auch ein Publikum anspricht, dann kann er durchaus aus der Nische rausgehen und im Gegenteil auch unheimlich spannend sein. Also auch bei der Arbeit an diesem Film ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, was wir da für ein Reichtum haben in Deutschland. In Deutschland liegt ein slawisches Volk mit drei, wenn man ja so will, drei verschiedenen Sprachausformungen, mit einer ganz eigenen Kultur, mit einer Verbindung nach Osteuropa, mit Menschen wie Gabriela Maria Schmeide oder Rainer Nagel. Das sind ja Schätze für uns mit ihren Erfahrungen, mit Muttersprachlern, die in dieser Kultur aufgewachsen sind. Also wie toll ist das denn? Stefan Göbel hat das so schön erzählt, der hat in Holland studiert und hat seinen Film gemacht über die Sorben. Da dachten die Professoren, das ist ja ein toller Einfall. In Deutschland ist ein slawisches Volk. Was für ein genialer Drehbucheinfall. Dann sagten die, nee, die Leute leben da, die gibt's. Also ich finde diesen Reichtum, den wir da haben, das ist was ganz Besonderes. Darauf kann man stolz sein, auf diese Geschichte. Und damit muss man auch arbeiten. Damit können wir uns schmücken. Und das wäre eine ganz große Bereicherung, finde ich. Gerade in diesen Zeiten, wo wir so viel darüber nachdenken, wie man nationale Grenzen und Dogmen überschreiten kann und überwinden kann. Ja. Da wäre das ein großer Gewinn, finde ich. Und wäre es aber jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, glaubst du, dass es im Deutsch, also im Fernsehen sehen wir, es funktioniert? Aber würden die Leute eine Kinokarte kaufen, um einen Film sehen, wo sie sorbisch hören und das wäre eventuell untertitelt? Oder glaubst du, dass wieder der große Synchronhammer zuschlagen würde? Weil das kenne ich ehrlich, das kenne ich jetzt auch von unserem Film, den wir gerade produzieren, dass es und dann aber auch vom Fernsehen, dass sofort die Diskussion losgeht, dass die Sorben sagen, es muss dann aber alles sorbisch synchronisiert werden und die Deutschen sagen, es muss dann aber alles deutsch synchronisiert werden. Und ich sage ja, aber unsere Sprachrealität
die ist ja auch genau dazwischen. Und ich sehe diese also ich sehe die Zeit noch nicht wirklich reif dafür. Aber jetzt habe ich mich so in Begeisterung reingeredet, Grit, aber es ist richtig, dass du es wieder auf den nüchternen Boden zurückholst. Das wird eine lange, heftige Debatte sein und viele Diskussionen hervorrufen. Wir dürfen auch nicht vergessen, zum Glück gibt es ja auch in Deutschland inzwischen die Tradition, dass man Filme sowohl als auch ins Kino bringt, dass man Originalanbieter mit Untertiteln, dass es Synchronisation gibt. Nur das würde ja hier so wahnsinnig viel Sinn nicht machen. Also wenn ich jetzt einen Film habe und stolz darauf bin, dass ich die sorbische Sprache hier nutze, sorbische Kultur, Schauspieler und Schauspielerinnen, dann gibt es keinen Sinn. Also ich habe auch in letzter Zeit wieder Filme gesehen, wo ich überhaupt nicht fassen konnte, dass sie synchronisiert waren, die von einer Mehrsprachigkeit lebten, die davon lebten, dass auch Missverständnisse entstehen, ist ja auch produktiv und kann gut erzählt werden zwischen den Protagonisten, weil die sich eben vielleicht nicht gut verstehen. Also wie man das denn synchronisieren kann, das bringt überhaupt, es verwirrt sogar noch viel mehr. Wenn ich immer überlege, was wäre das eigentlich jetzt im Original nicht? Also ich hoffe, dass da ein Prozess in Gang gesetzt wird, der dann auch zu einer wirklichen Veränderung führt. Und das Projekt von Rainer Nagel, das ja eigentlich im Prinzip der Auslöser war, überhaupt für unseren Film. Also seine Idee zu sagen, ich habe hier ein witziges, geistreiches Drehbuch von einer sorbischen Community, einer Dorfgemeinschaft, die sich wehrt, nicht nur auf Sorbisch, aber das ist ja ein ganz toller Plan. Und der war auch für uns, auch ich weiß in der Redaktion, in der sorbischen Redaktion im RBB, der Auslöser zu sagen, Mensch, der hat da eine Vision, was kann denn daraus werden? Und ich hoffe es auch für ihn. Ich drücke ihm da wirklich die Daumen, dass er genug Offenheit findet, damit dieser Film endlich mal Wirklichkeit wird. Der ist ja schon seit Jahren da dran. Ne? Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, weil ich glaube, unsere Aufzeichnungszeit endet auch gleich. Utschob Nijek, Kino King Knut. Ich glaube, das wirst du auch so schnell nicht wieder erleben, dass irgendwo steht Film Knuta Elstermanner. Ja, dieses schöne, ist ja schöne Genitiv, ne? Allein dafür hat es sich doch gelohnt, Knut. Finde ich. Also, danke dir sehr. Ich glaube, du hast uns mit diesem Film wirklich einen Riesendienst erwiesen, auch dem Netzwerk, weil diese Art von Öffentlichkeit, das wissen wir ja alle, kann ja ganz viel bewirken. Und das ist natürlich auch für uns toll, dass wir da jetzt in dir offensichtlich einen Mitstreiter haben. So aus deiner Begeisterung schließe ich das jetzt. Genau, und dann sprechen wir uns spätestens wieder, wenn der sorbische Spielfilm von Rainer Nagel wahrscheinlich die Berlinale eröffnet. Genau, das wollen wir doch sehr, sehr hoffen. Und deiner läuft dann im Forum zur Eröffnung, dein Dokumentarfilm oder Panorama, was auch gut ist. Ja, eins davon. Okay, Knut, danke dir. Danke. So, wir werden die Berlinale überrollen mit unseren Filmen. Jetzt höre ich mich doppelt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich traue mich gar nicht mehr, was zu sagen, wenn das jetzt hier immer doppelt. Gut, der Hals ist weg. Du hörst das. Ach so, okay, gut. Das war jetzt ein optimistischer Ausblick am Ende noch mit Knut. Ich weiß nicht, wie seht ihr die Zukunft des Lausitzer Films? Brauchen wir einen Fonds oder ihr dürft jetzt noch mal ein Schlusswort sprechen? Kai. Ja, also anfangen mit Bukowski. Wir machen die Kunst, aber ihr werdet sie bezahlen. enden würde ich mit der Erinnerung an den Film Tamrock. Das Sprache ist eigentlich unwichtig. Also es geht jetzt nicht wirklich darum, wer ist jetzt Sorbe oder wie auch immer. Ja, also letztendlich wird es darum gehen, ist es ein brauchbarer Film. Ja. Und ob ich den nun auf Aranda mache oder auf Samisch, Sorbisch, wie auch immer. Es ist sehr wünschenswert, aber der reine Ansatz, es muss sorbisch sein, sagt mir nichts. Also mir würde immer nur etwas sagen, wahrscheinlich geht es vielleicht sogar Förderern auch so, ist der Film originell, hat er ein Spirit, hat er etwas, ein Bruch, etwas, wo dieses, worüber wir gerade so lange geredet haben, das lebendig da ist. Ja? Oder ich würde an Kusturica denken. Ja? Also wie herrlich
lebendig Filme sein können, hoffentlich nicht vom Synchron verhunzt werden oder vom Synchron behoben werden. Ja. Letztendlich wird ein Film immer davon leben, ob er eine originelle Idee und Umsetzung hat. So sehe ich das. Dein Wort in die Gehörgänge der Förderer. Wenn wir uns mal den großen Themen widmen, ja, was für uns Thema war, den großen Themen widmen, was wir ja am Ende schon machen, also Klimawandel, was weiß ich, ne, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, wer dahinter steckt, sondern die Türen, denke ich, auch offen. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist jetzt nicht so zu denken, wir brauchen was Eigenes. Also wir machen einfach die Filme, die wir machen müssen. Genau. Und schön ist, wenn sie dann noch jemand bezahlt. Genau, jetzt weiß ich nicht, Dennis ist gerade nicht anwesend. Offensichtlich aus dem... Dennis, da bist du nochmal. Was sagt das Publikum? Ich komme quasi auch nochmal zum Tschüss-Sagen vorbei. Zwischendurch kam die Frage auf, ob denn nicht mehr Inhalte, nicht mehr Sendeplätze für die sorbischen Inhalte da sein sollten. Die hat Knut dann aber auch direkt schon beantwortet. Genau, nee, von daher wäre da jetzt erstmal nichts weiter, wenn ich das recht überblicke, genau. Es gab noch einen sehr schönen Dialog. Der Pirol sagt der eine, ruft Kitko, antwortet die andere. Im Chat sehr interaktiv und ich glaube, das sind fast schöne Schlussworte, die ich, glaube ich, für den Chat formulieren kann und wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis bald. Okay, danke. Dann schließe ich mich an, bedanke mich ganz herzlich bei Kai-Uwe Kohlschmidt, Maja Nagel und Julius Günzel und auch nochmal bei Knut Elstermann. Das war eine Freude, mit euch zu sprechen und ich freue mich sehr auf eure nächsten Filme und wenn wir dann alle zusammen auf der Berlinale mit unseren Filmen sind. So, und jetzt gehen wir an die Bar. Gutschob Nijek, Dobu Nords, gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Ah ja. Bis bald. Okay. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao, ciao.